Ja, wie machen wir dann jetzt hier? Da machen wir dann Treppenstüfchen hin, ne? So. Ja, wunderschön. Genau so wollte ich die da hingebaut haben. Da hingucken, so. Dann kann man hier auch durchgucken, ob ich... Ich muss mich ducken. Da ist nichts. Seht ihr was? Ich sehe nichts. Ja. Ich habe das noch nicht raus mit dem Treppensetzen. Dann mache ich das nämlich auch immer hier so. Dann kann man hier so rausgucken. Das fand ich irgendwie ganz süß. Zack. Warum? 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 Hm? Nö, nö. Ich habe mich nicht aufgeregt oder etwas in der Art. Ich bin die entspannteste Person der Welt. Und ich habe immer keinen Stress, wie es mir gefällt. Lalalala. Noch ein paar Treppchen mehr. Auf den Boden gucken. Auf den Boden gucken. Auf den Boden, auf den Boden, auf den Boden. Und dann kommt hier ein Stein und da ein Stein und da kommt auch eine rein. So. Sieht mittel bis blöd aus, aber das muss jetzt mal so sein. Da kommt dann hier so links und rechts ein Busch drauf. Draußen alles verbrannt, ja? Gut. Das will ich euch auch geraten haben. Brave Monster. Weizenfeld, Weizenfeld anbauen. Ach, das Haus sieht gar nicht mal so schlecht aus da am Strand. Ist uns so ein bisschen eckig, aber ist Minecraft. Was willst du machen, ne? Hast ja keine andere Wahl. Lassen wir mal hier die Tür auf damit. Und Dach haben wir halt auch nicht. Es wird noch eine Weile dauern, bis ich mal je zu einem Dach komme. Also in meinem Livestream Minecraft Let's Play, das läuft ja schon eine Weile, da haben wir so... ich weiß auch nicht... waren das so 3 Stunden, 4, 5, 6 Stunden, bis ich dann mal auf den Gedanken kam, ein Dach zu bauen? Ich weiß auch nicht. Doch, kommt hin. Kommt in etwa hin. So, jetzt haben wir hier schon mal Steinschaufeln, dann Flying. Nein, das wollte ich nicht. Kann ich den wieder ausschalten mit R? Okay. Ach, ich habe jetzt mir doch mal wieder den Zombie-Mod installiert. Für, was weiß ich nicht, was harte Fälle, wenn ich mal irgendwo hin muss. Ich kann zum Beispiel schneller rennen. Das war jetzt mal nur kurz zur Demonstration. Ich hoffe, ich setze das nicht wieder aus Versehen ein. Hallo Hühnchen. Noch mehr davon. Und Gehirn, das lobe ich mir. Das gönne ich mir dann wieder, wenn ich Hunger habe. Nee, wir kriegen das mit dem Weizenfeld noch rechtzeitig hin. Dann haben wir irgendeine Ende Brot. Brot für die Armen, Brot für die Welt. Nee, eigentlich nur Brot für mich. Aber da ich ja Brot alleine esse, als einzelner Mensch, bin ich ja auch irgendwie armselig. Und da das ja hier meine persönliche eigene Welt ist, ist das... das passt schon. Dies passt schon, dies passt schon. Dun, dun, dun. So, das sollte eigentlich reichen hier. Hallo Huhn, was willst du eigentlich? Warum hast du eigentlich so Zahnprobleme? Das Huhn hat doch echt Zahnprobleme, oder? Guck mich mal an. Guck mich. Schämst du dich? Hast du die Zähne nicht geputzt? Du schämst dich? Oh, hast du die Zähne nicht geputzt? Ja, 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 ja. Oh, Clay. Geben sie mal her damit, habe ich immer gerne. Boah, das sieht ja unter Wasser total cool aus, so blub. Das ist ja halb unter die Erde, unter die, ja. Raus, blub. Halb unter die Erde hier eingebaut. Na toll, jetzt habe ich den Wasserfluss ruiniert. Honey, du hast den Wasserfluss ruiniert. Das tut mir leid, ich wollte das nicht. Ich habe es kaputt gemacht. Das tut mir... Boah, da ist so viel Lehm überall unten. Also Tauchen in Minecraft wäre echt der Hammer. So Tauchvorrichtungen, damit man die Möglichkeit hat, da unter Wasser zu arbeiten, wäre echt richtig mega krass. Kann ich das jetzt hier irgendwie wieder reparieren? Ich hab doch mal Handy hier rein. Ich wollte eigentlich an die Dinger noch da ran unten. Moment. Blub. Habe ich jetzt alles? Da ist noch ein bisschen was. Ich doch einfach den Matsch da übersehen. Ich kann den Matsch nicht übersehen. Das ist meine Matsche hier. Wow, raus, scheiß Wasserfluss. Okay, Nachteil an dieser Modifikation ist, man sieht den Wasserfluss nicht mehr so. Aber Vorteil auch, das sieht ja nicht mehr so hässlich aus. Dann machen wir das einfach gleich hier schon so ein bisschen zu. Komm. Dann haben wir hier auch ein bisschen Terraforming betrieben. Und wieder keine Erde. Dumm. Dumm. Naja, hier haben wir noch genügend Erde. Ist ja nicht so, als ob es uns an Erde mangeln würde. Das wär's ja noch. Spawnst auf so einer Map voll aus Steinen. Da denkst du ja auch so, verdammt. Erinnert mich daran, dass ich mal Skyblock gespielt habe. Und dann droppt der Kackbaum einfach keinen Setzling. Das war vielleicht ein Reinfall. Aber so richtig. Bin ich auch wortwörtlich reingefallen, weil ich habe mich dann einfach umgebracht und Ragequit gemacht.
hatte ich dann auch keine Lust mehr drauf. Wenn er mich will, dann will er nicht. So, jetzt bauen wir uns da vorne noch ein bisschen Weizenplantage an. Nehmen unserem aus. Ist hier keine Creeper? Gut, ist keine Creeper hier? Gut, sehr gut. So. Und dann auch gerne so. Und so. Kann man auch hier noch erweitern. Hallo Günther, du kriegst jetzt ein bisschen Wasserzulauf hier. Das macht nichts, da freue ich mich drüber. Danke Günther. Und wie geht's dir so? Ja, ich stehe hier so in der Sonne. Ist noch ein bisschen warm, aber naja. Dafür hat man ja seine Blätter, ne? Ja, so ist ja Günther, das ist doch schön. Ich freue mich, dass es Günther gut geht. Es ist aber nicht Günther Gras, ne? Das ist Günther Baum. Wenn ich das jetzt hier noch zumachen würde. Ein bisschen hier so reinbauen. Dann sieht das ein bisschen natürlicher aus, dann ist das hier mein Weizenfeld. Das gefällt mir noch nicht so, wie es da ist. Einen weiter würde ich gerne noch machen. Ein bisschen größeres Weizenfeld. Und dann ist es perfekt. Ja, wo der Weizen halt fällt, da fällt er hin. Auf die Nase. Der war schlecht. Warum erzählst du eigentlich solche Witze, wenn du doch weißt, dass sie total Mist sind? So ein Geist, wenn man so nachdenkt, der Witz hört sich in meinem Kopf gut an, aber dann... Dann kommt der Witz raus und man denkt einfach nur... Boah, nee. Oh, warum? Oh, Schmerzen. Ich könnte übrigens mal hier Bäume pflanzen. Zack. Zack. Und zack. Das muss man genauso sagen, so ein bisschen atemlos so. Zack. Wachse. Wow, großer Baum direkt von meinem Grundstück. Super. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber jetzt ist er halt da. Dann fäll ich halt den hier. Ich hätte geplant, ihn zu fällen. Ich gebe es ja zu. Es war so ein mörderischer Plan, ihn erst erschaffen und dann wieder zu vernichten. Warum gibt es eigentlich keine übergroßen Eichen und Birken? Ich meinte, das sind ja Birken, das andere sind Eichen. Warum nicht? Das finde ich doof. Dann roten wir das hier mal ein bisschen schmaler. Ich höre da was laufen. Das ist ein Hühnchen. Ich dachte schon. Ne? Nicht mit mir. Ist nicht lustig. Gut, dann haben wir hier halt den... Da wohnt halt so ein dicker Baum jetzt hier. Den müssten wir dann mal... kriegst du hier deine Fackel hin. Und da deine Fackel. So. Jetzt wollte ich was? Ich wollte Zäune machen, richtig. Hatte ich zwar noch nicht erwähnt, aber das war das, was in meinem Kopf sich ganz dicht manifestierte. Jetzt hätte ich das Holz nicht alles komplett verarbeiten, das ist ja auch egal. So, Zäune, wie viele? Machen wir das mal so hier, weil die können wieder weg. Und das müsste man doch auch aus diesem Holz machen können, oder? Jawohl, ein Zauntor. Mehr braucht man nämlich nicht. So ein kleines Zauntor, das reicht. Ich möchte nämlich nicht, dass mir hier das Gesindel auf meinem Rasen rumläuft. Oh, das kann ja trotzdem draufspringen. Dann ändern wir das gleich mal. So. Jetzt kann mir das Gesindel nämlich da nicht mehr drauf rumlaufen. Sorry, Gras, du musst da mal verschwinden. Oh, jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Hatte doch noch eine zweite dabei, ich wusste es. So, ich weiß ja nicht, ob ich die nicht hätte einen Ausnachts noch nach außen ziehen. Nö, das ist eigentlich okay so. Dass hier Sand ist, gefällt mir nicht. Der muss raus. Wir haben doch hoffentlich noch genügend Erde, um dieses Loch in unserem Leben dann wieder auszufüllen. Ja, mit schöner Erde. Ist ja auch gesund Erde, ne? Abgesehen davon, dass sie gut riecht und so und Sachen darauf wachsen können. Ist es halt so, wenn man als Kind Erde gefuttert hat, hat man sein Immunsystem abgehärtet. Ja, ja, deswegen bin ich Allergiker geworden. Ich saß als Kind nämlich im Sandkasten, so die Finger so nach oben so. Mama, das ist Dreck, lass mich weg, ich will ja nicht. Gut, ich konnte noch nicht reden, ich konnte gerade so sitzen und das fand ich dann halt blöd. Ich wollte nicht im Dreck sitzen, ich mochte das als Kind nicht. Ich hatte als Kind schon ein sehr hohes Empfinden für... Schmutz und Sauberkeit. Ich war damals als Kind schon dreimal täglich duschen. Nein, natürlich, so schlimm war es nicht. So, dann machen wir das hier noch so. Und jetzt habe ich vergessen, wo ich das Zauntor anbringen will. Das machen wir dann gleich hier außen, wo dieser Sandweg folgt. Da reißen wir jetzt noch ein Zauntor raus. So, und hier um die Ecke sollten wir uns dann eigentlich so eine Art Steinweg zum Haus bauen. Meine Fackel, ich nehme das mal mit hier. Gucken, ob wir genügend Steine dafür dabei haben. Ich mag ja Steinwege in Minecraft sehr gerne. Das war jetzt so nicht geplant. Moment. Rausreißen! Schneller! Bau schneller, es wird dunkel!
wird dunkel, da kommen noch die bösen, bösen. Warum denke ich nicht dran? Warum denke ich da nie dran? Warum denke ich da so? Und dann können wir hier nämlich auch noch das da so reinsetzen. Steinweg, ja, lege ich den noch bis dahin. Nur bei meinem Strand, da möchte ich das bitte nicht haben. Der Mond erscheint. Schon kommt Mondlicht. Es ist so ganz dunkel ohne Mond und wenn der Mond dann aufgeht, kommt so leises Mondlicht. Das ist schön. Bedeutet das, wenn Neumond ist, ist das eventuell noch schlimmer mit dem Dunkelheit dann? Cool. Dum, da, da, dum. Guckt euch mein schönes Häuschen an. In dem jederzeit was spawnen kann, weil da drin nicht genügend Licht ist. Also gehen wir mal schnell rein. Holen uns hier wieder die Kohle raus. Dann haben wir noch Glas. Boah, wir haben so viel Zeug dabei. Das ist ja nicht heilig. Und schnappen uns eine Fackel und dann illuminieren wir schon mal unser Haus. Oh, wir können so schön raus aufs Meer schauen. Da müssen wir natürlich noch eigentlich eine Terrassentür durchmachen. Nein. Ja, was? Nee, ich habe nicht komisches Zeugs von mir gegeben. Hier komme ich schon mal, schuche ich schon mal die Dinger später für. Da würde ich dann doch schon gerne Gebüsch drauf machen. Oder? Ich weiß nicht, mit den Fackeln links und rechts sieht immer ganz nett aus. Ich komm doch mal ab. Da müsst ihr noch mal ab von. Müsst ihr noch mal von abweichen. Da habe ich jetzt einen anderen Plan. Jumbo. Und da drüben noch mal. Und Jumbo. Wow. Nein, wir sind ja nicht bei Banjo-Kazooie. So, das sind schöne Fackeln für ein Haus. Ich finde, das sieht schöner aus. Ja, das kann man so lassen. Und hüpf. Und ich habe immer noch keine Wolle. Hüpf. Schafe haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Ist ja unscharf. Zermattern wir mal das Holz hier in Birkenholz und stellen uns eine Schatztruhe hin, damit wir unser Inventar ein bisschen... Das ist ja nicht schön, was wir hier angestellt haben. Guckt euch mal diese Unordnung an. Erstmal alles rein. Alles rein, ja. Alles muss raus, alles muss raus. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Schlussverkauf. Nur das hier möchte ich dann doch mal braten. Vielleicht können wir uns schon, wenn wir ein bisschen suchen noch, gleich ein Ziegelsteindach machen. So, da ist ein Skelett gespawnt. Da hinten hat ein Zombie sein Lager aufgeschlagen. Clay gab es halt wirklich immer nur an Stränden. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen am Strand entlang. Wir wissen ja wieder, wie wir nach Hause kommen. Ne? Das merken wir uns. Ja, klar. Hallo. Hi. 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 Wieso bewegen sie sich so langsam? Hi. Wow, das ist so schnell. Ich habe solche Angst. Ach, jetzt stirb mal schneller, Mann. Ich habe nicht den ganzen Tag lang Zeit zu warten, bis du da angekrochen kommst. Nun, Ei. Ei. Creeper, 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 Creeper. Nein, Creeper, nein, Creeper. Endermänner, jede Menge. Ja, das kann ich auch nicht ändern. Hallo. Mr. Zombie, Zombie, komm sich her. Los geht's. Auf die Nase. Auf die Nase. Gib auf die Nase. Nase gebrochen. Kaputski. Ich glaube, der hat eh schon eine gebrochene Nase, oder? Das ist so eine Voldemort-Nase. Nee, wir können höchstens unter Wasser tauchen und dort Clay abbauen, was ewig brauchen würde. Also müssen wir am Strand suchen. Spinnenparty. Und ich bin nicht eingeladen. Hier ist echt jede Menge Clay. Aber runterbauen mit Erde oder so ist auch hässlich. Dann stehen immer so eklige was. Der hat sich da einfach einen Grasblock geklaut. Hey, Herr Endermann, das ist mein Grundbesitz. Das gehört alles mir, was Sie hier sehen. Alles ist meins. Ist auch ein Grasblock geklaut, die Sau. Und wie viele Skelette da einfach rumstehen. Sieht ihr das? 1, 2, 3, 4 Skelette. Gott, da 5, 6 Skelette. Mann, da ist ein Creeperle. Hallo, kleiner Creepermann. Ich komme jetzt mal um die Ecke geschwommen. Dann da holt er schon sofort die Familie an. Oh Mann, damit er sich verteidigen kann, der kleine Minisprenger mit der Familie. 5 Stück. Da warst du aber fleißig mit deiner Frau. Du und deine Kinder, ihr müsst jetzt dran glauben. Ja, komm da her. Wenn du meinst, du hast das drauf. Ja, zisch. Ja, zisch du nur. Ich spreche keinen Parsel, lassen Sie mich in Ruhe. Schwinden Sie, Ihnen guckt ja übrigens so Körperteile raus. Sieht nicht gesund aus. Okay, den hätten wir schon mal. Da kommen, machen wir jetzt dum 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 dum. Unter Wasser hat er irgendwie, er ist gar nicht gezischt unter Wasser. Merkwürdig. Geben Sie mir Ihr Schießpulver. Komm,
Die olle Schießbudenfigur. Ja, auch nicht schlecht, so in der Schießbude, so Creepers gestalten. Wenn ich einen Jahrmarkt hätte, ich würde das machen. Jahrmarkt-Creeper-Bude. Das ist da noch ein orangener Zombie gespawnt und ich sehe hier überhaupt keinen Clay mehr. Boah. Ich fühle mich betrogen. Hallo, Herr Endermann. Na gut, dann kümmere ich mich nochmal um Creeperchen. Hallo. Jupp, 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 jupp. Und jupp, 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 jupp. Au. Irgendwas hat auf mich geschossen. Och nee, ich hungere. Ach so. Ich verhungere mal wieder. Das ist nichts Neues. Das kennen wir ja schon. Ich könnte ein bisschen Zombiefleisch essen. So. Das stillt ja den Hunger erstmal fürs Erste.